Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, wir bauen uns heute mal eine formschöne Flux-Infused Armor, die wir aber nicht wirklich lange behalten werden. Denn uns besteht Höheres bevor, und zwar die Flux-Infused Jetplate. Flux-Infused Jetplate, fertig. Was haben wir hier für eine Lootbox? Eine 75er. Sehr schön. Einmal Schrott. So, jetzt haben wir die Flux Infused Armor. Die verarbeiten wir sofort. Wir wollen die Battle Suit haben. Battle Suit, da brauchen wir Mangaloy. Habe ich kein Mangaloy mehr? Ich wollte schon sagen. So. Okay, die Energized Crystals. Danke. So, jetzt aber nochmal. Sehr schön. Das sollte ausreichen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Battlesuit. Die hier. Graden das einmal ab. Das einmal. Das einmal. Und das hier einmal. So. Ich glaube, das ist auch bei. Genau, das wird hier noch eine Questreihe. Ich glaube, wenn wir mit der Rüstung fertig sind, machen wir auch da einmal fertig. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall das nochmal weiter upgraden. Brauchen so ein ZBQ7 oder so ähnlich. So ein Upgrade-Token. Mangaloy. 500. So, jetzt aber nochmal. Quarz. Oh, aber warte mal, ich mach mal ganz kurz. Hier raus. Das ist gerade so ungewohnt, nicht fliegen zu können. So, was brauchen wir? Das war jetzt Mystic Quarz, ne? Genau, das ist Titanium. Und Quarz. So, ein Stack sollte reichen. Alter, wir sind scheiße langsam gerade. Oh Gott. Wollen wir die Rüstung hier so anziehen? Kann bisher relativ wenig, weil nichts aufgeladen. Gut, wie sieht denn unsere Netherstar-Situation aus? 20k wieder. Ich habe jetzt eben, bevor ich die erste Folge aufgenommen habe, wieder angeschmissen, also ja, läuft. Gut, Tenf wollte ich machen. Einmal durchrechnen. Und sonst so. Das dauert echt scheiße lange. Das ist krass. Dass selbst so ein MB-System dann mal überfordert ist. Sonst ist das einfach so. Du brauchst das, das, das und das und das. Aber hier. Ja, gut, ne? Lass mich das mal ausrechnen. Ich brauche mal kurz meinen kleinen Asiaten, der das für sowas für mich ausrechnet. Machen wir es anders. Sehr schön. Also mit halben Stacks geht das.
Super. Da können wir jetzt aber eigentlich gerade mal hier das Red Katar fertig machen, oder? Aber. Das war hier ein Tag. Kappa. Was haben wir hier? Eine 100er. Eine 48 Karat Carat Ultimate. Takes Wither Effect away while having it on inventory. Können wir essen? Nee. Also ist das einfach so eine Witherless Rose. Ja gut, ne? Nehmen wir an. Was waren das andere auf der anderen Seite? Der Red Morningstar. So, das braucht ein Red Matter Sword. Können wir mal schnell machen. Hammer und Schaufel. Einmal upgraden. Und zack. Red Morningstar. Nehmen wir auch mal den unteren. Das dürfte ja auch ein 100er sein, oder? Ein 75er. Und wir bekommen einen Flammenwerfer. Burn! Sehr schön. Damit haben wir schon mal wieder zwei Quests fertig. Ich würde gerne mal unten zu den. Ach ja, das muss ich ja auch noch alles claimen. So. Mystic Quartz dürfte jetzt fertig sein. Alter, was? Merke, das ist die langsamste Maschine, die ich hier gesehen habe. 2, 3, 4. 1, 3, 4. So, jetzt aber hier. Visibility Upgrade. Flight Upgrade, Strength Upgrade und Momentum. Wenn wir die jetzt tragen, haben wir Speed 3, 2 Strength 2 und Water Breathing und. Mit. Sehr schön. Was können wir denn als nächstes? Die Draconic Armor, darauf habe ich gewartet. Jetzt wird's lustig. So. Dann craften wir doch mal vier von denen und vier von denen. Zack, zack, zack und zack. Draconic Armor. Beziehungsweise die Wyvern erstmal. Kommen wir jetzt zur Draconic. So, und ich glaube, das wird jetzt teuer. Nö. Haben wir Natronium. Oh, können wir mal hier so ein Stack mitnehmen. Oder? Ich mache aber lieber erstmal Draconic. Weil das wird jetzt lustig, wie viele Awaken-Kurs brauche ich denn? Schon mal 2, 4, ich brauche genau 8. Okay. Okay. 89 Stück ist ein bisschen zu gut gemeint. 3, 4, 5. Okay, und wir brauchen den Energy Core. Habe ich für den kein Rezept? Craft. Craft. Zack. Habe ich das echt benutzt und alles selber gecraftet? So, wir brauchen von denen 4 Stück. Et voilà. So, kommen wir hier hin.
Der Draconic Helm. In der Mitte 1, 2, 3. Dann 5 da, 5 da. 5, 5. So, weil ich es jetzt dann wieder verkacken werde. 1, 2 und 1. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, einmal. So, natürlich habe ich jetzt verschissen. Aber die beiden kommen weg. Und wir haben den Draconic Helm. Rivern Chestplate. Ja, das war richtig. Das kommt dahin. War das jetzt so richtig? Ja, war's. Zack. Und den Rest ausfüllen mit Neutronium. Ey, super. Et lübt. Et lübt. So, die kommt dahin. Die beiden so. Umrunden mit Awakened Draconium. Ja, das war jetzt ein super Akt. Moment, Moment. Ich brauche doch zwei. Ja gut, ne, dann muss ich nochmal. Ah, hier habe ich zu viel gemacht. Hier war zu viel des Guten. Das war ja dann wohl zu viel des Juden. Ohohohohohoho. So, und hier brauchen wir jetzt genau nochmal zwei von den Draconic. Zack, zack. Vielen Dank. So, Schuhe oben hin. Okay, das kann nur falsch sein. Okay, wir brauchen direkt eins darunter, zwei Energy Cores. Ungefähr so, genau. 1, 2. Und einmal auffüllen. Wir haben die Draconic Armor. Sehr schön. Ich würde sagen, damit sind wir doch mal mit einer super Rüstung ausgestattet, oder? Falsch. Ich will noch mehr. Ich will die Infinity Armor. Da gehe ich jetzt knallhart einmal durch. So. Das kann weg. Ich nehme noch ein bisschen Neutronium. Und die Infinity Armor. Ich habe mir extra noch zwei mal eins der Catalysts gemacht. Das ist für uns ja mittlerweile echt ein Witz. So. Ja, okay, es ist kein Witz, aber es ist eindeutig einfacher. Vier. Fünf. Fünf. Okay, eins da runter. War das so? Eins da drüber, oder? Ja, und hier war ich wieder viel zu gutmütig. Infinity Helm. Wir brauchen einen mal ein Crystal Matrix. So. Packen wir es an. Die Schultern. Dann hier
die Infinity Ingots und den Rest einmal rundherum mit Neutronium. Infinity Chestplate. So, wir brauchen nochmal Crystal Matrix. Und für die Schuhe auch noch, oder? Nein. Aber ich brauche nochmal zwei Catalyst. Die Catalyst sind zwar schon nervig zu craften, aber naja. Wir hauen heute einmal raus. Weil alles, was wir jetzt weg haben, haben wir weg. Weisheiten von Dosh. Was wir jetzt einmal weg haben, haben wir weg. Dosh 2018. So und so. Und so, die Infinity Pants und die Draconic Armor zu guter Letzt. So, das war jetzt einfach so ein 5er L. 4. So. Und so. Zack. Wir haben sie. Die Infinity Armor. Infinity Helm. Infinity Breastplate. Infinity Pants. Infinity Boost. Mit Psionic Speed. Wir kriegen von nie wieder etwas Schaden. Und das ist schon verdammt schnell. Ui. Es sieht geil aus. Das sieht schon geil aus. Wenn ich mich jetzt aber recht erinnere, Enchanted Book. Ne, warte mal, wir machen das jetzt anders. Wir machen uns jetzt einmal auf komplett Flimflam drauf. Warum will ich auf die Armor Flimflam? Ich will halt eine Verzauberung drauf haben. Das hat jetzt aber nicht den Grund, dass ich eine Verzauberung möchte. Es ist einfach so ein ästhetischer Grund. Komm, ich gönn mir einmal. Zack, zack. 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 Weil jetzt, genau. Jetzt sieht das irgendwie noch geiler aus. Das ist mir nämlich schon bei so ein paar Streamern aufgefallen, dass sie dann hinterher, wenn die enchanted ist, noch geiler aussieht. Ja, sehr schön. Also. Schaden? Nie wieder. So, dann würde ich jetzt sagen. Wie viel haben wir? Wir haben 18 Minuten, das ist perfekt. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Haben wir da jetzt dadurch irgendetwas freigeschaltet? Wir machen in der nächsten Folge weiter einmal hier durch mit MFR Quantum Flux. Dass wir das einmal haben. Ich muss nämlich echt mal die Quests fertig machen. Hier Apps. Wir können auch gleich mal den Combiner und so weiter machen. Machen wir das einmal weiter. Das ist ja jetzt echt ein Klacks. Hier ist es auch nicht mehr wirklich viel. Wir starten jetzt einfach die nächsten Folgen Quests aus, soweit es geht. Ich will das Questbuch fertig sehen. Auch wenn das heißt, dass ich hier weitermachen muss mit Botani. Warte mal. Das ist doch eigentlich nur noch Ruhen machen und... Das geht eigentlich auch noch klar. Alles klar. Wir räumen jetzt in der nächsten Folge Quests aus, wie es geht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.